Ja, hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschert. Der Philipp schreibt: Ich bemerke, dass wenn es mir über Wochen gut geht, ich mich nicht mit Boss im Kopf oder anderen Dingen beschäftige, sondern lebe. Wenn ich jetzt die Musterunterbrechung oder die Mauselochübung in meinem Alltag einbaue, ich wieder mehr darauf fokussiere, dass da ja eigentlich noch ein Problem ist, nämlich die Angst, die mich zeitweise überkommt. Wie findet man die Balance? Ja, das, was der Philipp beschreibt, das nennt man auch Ablenkung. Man kann sich wirklich gut ablenken in unserer heutigen Gesellschaft mit allem Möglichen, ja, was es da nicht alles gibt. Und natürlich, wenn man nicht an die Angst denkt, dann hat man keine Angst. Aber die Angst, schreibt er, die überkommt ihn zeitweise. Das heißt, er lebt nicht wirklich oder zumindest nicht bewusst, sonst würde die Angst nicht immer wieder hochbrechen. Er fragt, wie findet man die Balance? Sie brauchen keine Balance. Das, was Sie brauchen, ist Boss im Kopf und keine Ablenkungen. Ja? Der Troll will sich ablenken, der will sich nicht mit seiner Angst beschäftigen. Aber das ist auch ein bisschen ein Flüchten. Die Angst holt Sie wieder ein. Und deshalb meine Empfehlung für Sie, machen Sie täglich die X-Prozess-Musterunterbrechung. Ja? Sie müssen keine Angst vor Ihren Gedanken haben, wenn Sie sie täglich abbauen. Täglich, wenn Sie merken, da kommt wieder was. Oder aber es kommt nichts hoch. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man sich ärgert oder wo man sich schlecht fühlt. Einfach das wahrzunehmen und zu sagen, ah, jetzt ist wieder was da und sofort los und gehen lassen. Und dann müssen Sie nicht warten, bis es wieder hochbricht, weil Sie sich nicht mehr ablenken können oder weil Sie gerade gestresst sind oder sich in kritischen Situationen befinden. Deshalb lieber prophylaktisch arbeiten, sprich täglich eine Musterunterbrechung, wie zum Beispiel die X-Prozess-Entspannung, die sehr kraftvoll ist, die lege ich Ihnen wirklich ans Herz, die hat schon vielen Menschen geholfen. Und dann verringern Sie auch das Angstmuster im Kopf. Und dann müssen Sie praktisch nicht mehr darauf warten, dass zeitweise die Angst wieder hochkommen könnte, sondern Sie bauen die Angstautobahn in Ihrem Kopf immer mehr ab. Ja? Also nicht weglaufen, nicht wegrennen, nicht flüchten, nicht verdrängen, sondern sich Ihren Gedanken, Ihren negativen Gedanken und Gefühlen stellen, indem Sie täglich die X-Prozess-Musterunterbrechung machen und die Angst nicht erst so groß werden lassen, bis es sich dann wieder zeigt, sondern dass sie sich täglich ihrer negativen Gedanken und Gefühle bewusst werden und die gezielt abbauen. Nicht verdrängen, sondern lassen sie die zu, weil die kommen sowieso früher oder später. Akzeptieren sie sie und dann lassen sie sie gezielt los und gehen. Und damit werden die Angstautobahnen bzw. die negativen Muster in ihrem Gehirn geringer. Und dann müssen Sie nicht mehr warten, bis zeitweise die Angst wiederkommt. Das ist praktisch Ihr inneres Gleichgewicht, was Sie dann stärken. Ja, wichtige Botschaft heute hier von der oberen Saale Horizontale in Jena. Und bleiben Sie dran, nicht nur bei der X-Prozess-Musterunterbrechung, sondern auch auf Ihrem Weg zu mehr Boss im Kopf. Und auch jetzt vielleicht noch für ein paar Sekunden, weil ich mache jetzt noch einen Rundumschwenk. Und dann sehen Sie mal, wo ich hier stand und wie das ausschaut. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Also es ist wirklich sehr schön hier, insbesondere wenn auch die Sonne scheint. Und hier sehen Sie Jena, die zwei Türme. Und das ist Lobeda mit seinen Neubauten. Und hier hinten, ich zoom's mal ran, das ist die Leuchtenburg oberhalb von Kahla. Kahla ist bekannt für seine Porzellanmanufaktur. Und da werden wir irgendwann auch noch mal hinwandern. Aber das ist ein ziemliches Stück. Auf jeden Fall hat man hier eine klasse Aussicht. Nur zu empfehlen für Wanderer. Weil sehen Sie hier das ganze Grün, das ist schon klasse. Ja, wie gesagt, bleiben Sie dran, denn der Weg zu mehr Boss im Kopf, der lohnt sich.